Und zur Wirtschaft. Gestern sorgte der Facebook-Mutterkonzern Meta für Schlagzeilen, weil der Aktienkurs massiv eingebrochen war. Heute macht Amazon von sich reden. Der Konzern hat nachbörslich richtig gute Zahlen präsentiert. Samir Ibrahim in der Frankfurter Börse. Wie sind denn die Reaktionen darauf? Naja, bei einem Gewinn, den man mal eben so verdoppelt hat in den letzten drei Monaten des Vorjahres, entsprechend positiv. Das, was Meta verloren hat, das wird bei Amazon quasi wieder draufgeschlagen. Also mehrere Milliarden wechseln da im Prinzip einfach nur mal den Konzern. Die Entwicklung gestern auch spektakulär bei Amazon, man muss das mal so sagen. Der Aktienkurs im Handelsverlauf noch mit einem Minus von 7,8% am Ende. Nachbörslich, nach Vorlage der Zahlen, ging es dann um fast 19% nach oben. Das zeigt, wie volatil, unglaublich schnell die Entwicklung im Augenblick gerade bei den Technologietiteln ist. Nicht viel weniger verrückt geht es auch am deutschen Aktienmarkt im Augenblick zu. Mit Gewinnen in den Tag gestartet geht es jetzt kräftig nach unten. 220 Punkte rund verliert der DAX, steht damit bei 15.149 Punkten. A, das Wochenende naht, B, kommen aus den USA noch Jobdaten und die sehen im Moment sehr gemischt aus. Anleger sind extrem verunsichert. Samir Ibrahim, danke nach Frankfurt am Main.